Die Bundeswehr wird ab sofort ständig Truppen für UN-Einsätze bereithalten. Deutschland soll solche Militäraktionen künftig auch mit mehr technischem Gerät unterstützen als bisher. Dazu hat sich die Bundesregierung in einem Abkommen mit den UN verpflichtet. Nach wie vor wird aber über jeden einzelnen Einsatz der Bundestag abstimmen. Bundeswehreinsätze demnächst weltweit. Künftig wird es auch deutsche Blauhelmsoldaten bei UNO-Friedensmissionen geben. Das hat Verteidigungsminister Rudolf Scharping heute Nacht in New York mit UNO-Generalsekretär Kofi Annan vereinbart. Neuer Einsatz für die Bundeswehr. Zunächst ist es ein wichtiges Signal unserer Bereitschaft, die Friedensmission und auch die Friedenspolitik der Vereinten Nationen aktiv zu unterstützen. Es ist auch ein Zeichen für unsere Bereitschaft, in der Außenpolitik unsere Friedenspolitik aktiv umzusetzen. Konkret geht es nicht allein um Soldaten, Militärbeobachter und Polizei. Deutschland wird sich auch mit Flugzeugen, Hubschraubern und Minenräumern beteiligen. Berlin verpflichtet sich, innerhalb von 15 bis 30 Tagen Personal und Material am Einsatzort bereit zu haben. Ein Engagement, das allerdings auch kritisch gesehen wird, denn die Bundeswehr ist bereits mit knapp 8000 Soldaten auf dem Balkan präsent. Die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik und damit die Bundeswehr ist damit verantwortlicher für die gesamte Welt. Da müssen wir sehr aufpassen. Wir dürfen nicht übereifrig sein, gleichzeitig unseren Beitrag leisten. Es gibt einen Parlamentsvorbehalt und da wird die CDU/CSU sehr deutlich darauf achten. Denn der Bundestag muss jeden Einsatz mehrheitlich billigen. Es gibt also keinen Automatismus für Auslandseinsätze, aber der Charakter der Bundeswehr verändert sich. Sie ist damit weiter auf dem Marsch zu einer internationalen Interventionsarmee. Einen Monat nach dem Machtwechsel ist Jugoslawien wieder in die Vereinten Nationen aufgenommen worden. Die Vollversammlung stimmte mit großer Mehrheit dafür, die 8-jährige Isolation zu beenden. Nach der Trennung von Slowenien, Kroatien, Bosnien und Mazedonien hatte Belgrad den UN-Sitz weiter für sich beansprucht. Die Weltorganisation bestand jedoch auf einer neuen Bewerbung. Ungeachtet der Kritik auch aus den eigenen Reihen hält die CDU-Spitze am Begriff der deutschen Leitkultur fest. Nach Parteichefin Merkel verteidigte heute der designierte Generalsekretär Mayer diese Formulierung. Nun werde endlich über Fragen diskutiert, die seit Jahren ein Tabu gewesen seien. Der Begriff Leitkultur war auch Thema bei einem Treffen des CDU-Präsidiums mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland. Anschließend teilten Merkel und Zentralratspräsident Spiegel mit, alle Missverständnisse in der Diskussion seien ausgeräumt worden. Als Paul Spiegel und Michel Friedmann vom Zentralrat der deutschen Juden heute auf die CDU-Spitze warteten, da hatte sich bei ihnen einiges an Ärger und an Missverständnis aufgestaut. Angefangen von der Politparole Kinder statt Inder des im letzten Jahr wahlkämpfenden NRW-Unionschef Rüttgers bis hin zur heftig diskutierten Märzäußerung von der deutschen Leitkultur und dessen Vorstoß, die Zuwanderung zum Wahlkampfthema zu machen. Tacheles eines Parteifronts. Das Thema Zuwanderung zu positionieren im Jahre 2000 auf 2002 ist unverantwortlich, ist eine Stimmungsmache und popularisiert das Thema in unverantwortlicher Form. Ein konstruktives Gespräch sei es gewesen, 2 Stunden lang. Fraktionschef Merz erläuterte, was er unter Leitkultur versteht. Missverständliches hätte der auch parteiintern Gescholtene ausräumen können. Es erläutert in seinen Gesamtzusammenhängen, dass Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, selbstverständlich die deutsche Kultur akzeptieren müssen. Das ist ein Begriff, das war mir von vornherein klar. Ich hatte nur den Begriff mit dem Leiten, da hatte ich meine Probleme, aber da wurde festgelegt, dass dieses Wort Leiten nicht so unbedingt oben angehängt werden muss. Wir waren uns einig darüber, dass es keine Themen gibt, die man zu einem Tabu erklären sollte, wenn sie die Menschen bewegen. Aber wir waren uns auch einig darüber, dass dies in einer Art und Weise geschehen muss, damit Missverständnisse vermieden werden. Demonstrative Übereinstimmung und Herzlichkeit und ein Küsschen zum Abschied. Das Wort deutsche Leitkultur übrigens hat Chancen, zum Unwort des Jahres zu werden. Aus dem Entwurf eines Papiers zur Zuwanderung, das die Union am Montag beraten will, aber ist es gestrichen. Die NPD ist mit einem Eilantrag gegen den bayerischen Innenminister Beckstein vor dem Verwaltungsgericht München gescheitert. Nach der heute bekannt gewordenen Entscheidung darf der CSU-Politiker weiter behaupten, die NPD fördere rechte Gewalt und sei ein Schutzhort für rechte Gewalttäter. Zur Begründung hieß es, es gehöre zu den Aufgaben eines Innenministers, die Öffentlichkeit über Bedrohungen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu informieren.
Der Zentralrat der Juden hat die Verlegerin Friede Springer mit dem Leo-Beck-Preis ausgezeichnet. Der Vorsitzende des Zentralrats Spiegel würdigte ihre Bemühungen um die Verständigung zwischen Juden und Nichtjuden. Die 58-jährige Witwe von Axel Springer habe sich stets für die Belange der Juden in Deutschland und Israel eingesetzt. Der Preis wird zur Erinnerung an den Rabbiner Leo Beck verliehen, der 1943 nach Theresienstadt deportiert wurde und 1956 in London starb. Ein genauer Termin für die ersten Entschädigungszahlungen an ehemalige NS-Zwangsarbeiter steht noch immer nicht fest. Das teilte der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, Kastrup, heute nach einer Sitzung in Berlin mit. Hintergrund ist die fehlende Rechtssicherheit für deutsche Unternehmen vor weiteren Klagen aus den USA. Wenigstens die Informationskampagne ist angelaufen. Weltweit werden Überlebende über ihre Ansprüche aufgeklärt. Die Antragsfrist läuft bis April. Überschattet wurde die heutige Sitzung von Meldungen, dass bei der russischen Partnerorganisation 80 Millionen Mark aus früheren deutschen Zahlungen verschwunden sind. Die Russen haben selber die Konsequenzen gezogen, der Generalstaatsanwalt ermittelt. Man weiß noch nicht genau, sind sie ein Opfer des Bankenkrachs geworden oder sind korruptive Elemente im Spiel. Das wird man abwarten. Jetzt sind auch die Russen damit einverstanden, dass das Geld aus Deutschland direkt an die Opfer geht. Bei der alles entscheidenden Frage der Rechtssicherheit kam man heute zu einer Absprache. Die deutsche Wirtschaft will die zugesagten 5 Milliarden Mark zu dem Zeitpunkt einzahlen, zu dem sie benötigt werden. Im Gegenzug wollen die Anwälte die amerikanischen Gerichte überzeugen, die Verfahren zu beenden, mit einem Vorbehalt. Diese juristische Sicherung sieht so aus, dass den Klägeranwälten das Recht geräumt wird, die Prozesse jederzeit wieder aufzunehmen, wenn diese Voraussetzungen nicht eingetreten sind. Bei zwei amerikanischen Gerichten ist das Kuratorium optimistisch. Ein New Yorker Gericht allerdings will erst Ende Januar entscheiden. Hier will man versuchen, einen früheren Termin zu bekommen. Die Entschädigung für die NS-Opfer steht wieder einmal auf des Messers Schneide. Denn niemand kann sagen, ob die amerikanischen Richter der heutigen Absprache folgen werden und vor allem nicht wann. Selbst wenn alles gut geht, ist eines klar, Zahlungen wird es erst im Frühjahr geben. Deutschland unterstützt trotz des Streits um das Atomkraftwerk Temelin den Beitritt Tschechiens in die Europäische Union. Das erklärte Umweltminister Trittin nach einem Treffen mit seinem tschechischen Kollegen Kuzwart in Berlin. Österreich hatte zuvor gedroht, dem EU-Beitritt Tschechiens nicht zuzustimmen, solange es keine neuen Sicherheitsüberprüfungen des Atommeilers gibt. Kritik am Anfahren von Temelin äußerte auch Trittin. Nach seiner Einschätzung ist die Sicherheit des Atomkraftwerks nach wie vor nicht gegeben. Abschied von Kapitänleutnant Kolesnikow in St. Petersburg. Das erste Opfer des gesunkenen russischen U-Bootes Kursk wurde heute im Kreis seiner Angehörigen beigesetzt. Viele Menschen erwiesen dem toten Seemann die letzte Ehre. Er hatte den Brief geschrieben, aus dem zu schließen war, dass mindestens 23 der 118 Besatzungsmitglieder nicht sofort nach dem Unglück tot waren. Bisher wurden 12 Leichen aus dem in 100 Meter Tiefe liegenden Wrack geborgen. In die internationale Raumstation ISS ist heute die erste Langzeitbesatzung eingezogen. Nach zweitägiger Anreise stiegen die drei Männer aus der Sojus-Kapsel in die Raumstation um. Zu Beginn ihres viermonatigen Aufenthalts müssen sie dort zunächst die lebensnotwendigen Systeme in Betrieb nehmen. Die Luke ließ sich ganz einfach öffnen. Das Umsteigen klappte problemlos. Als erstes knipsten sie das Licht an. Dann reichten sich US-Astronaut Bill Shepard und seine russischen Kollegen Juri Gitsenko und Sergei Krikaljow strahlend die Hand. Der Umzug in die internationale Raumstation ISS war geglückt. Erleichterung und Beifall auf der Erde im Moskauer Raumfahrtzentrum Karaljew. Punkt 10.21 Uhr dockte die erste Langzeitbesatzung an. Was auf dem Bildschirm aussah wie ein Computerspiel, war der Start in die neue Raumfahrtzukunft. 4 Monate wird die amerikanisch-russische Besatzung in der Siesta, das heißt Stern, 350 Kilometer von der Erde entfernt, leben und arbeiten. Eng ist es dort oben, sehr viel enger als auf der Mir. Aber moderner, eine Station für die Zukunft, für die Reise zu fernen Sternen. Gerade für so eine bemannte Mission zum Mars ist natürlich die ISS ein ganz wichtiger Meilenstein, ein Sprungbrett, wo man, was die Betriebsabläufe angeht, die Entwicklung neuer Lebenserhaltungssysteme, eine ganze Menge Erfahrungen sammelt wird, neue Technologien entwickeln wird. Noch
ist ISS eine kosmische Großbaustelle. 5 Jahre dauert es, bis die Raumstation komplett ist. An Bord wird übrigens Runglisch gesprochen, ein Gemisch aus Russisch und Englisch. Hallo? Go ahead, step here. Im Sächsischen Landtag hat heute eine Anhörung zur geplanten Erhöhung der Rundfunkgebühren stattgefunden. Dazu waren neben dem ARD-Vorsitzenden Voss auch ZDF-Intendant Stolte und der Vorsitzende der Finanzkommission Konrad angereist. Sie verteidigten die Erhöhung gegen Kritik, die nach Spekulationsgeschäften des Mitteldeutschen Rundfunks laut geworden war. Bei der Anhörung im Sächsischen Landtag ging es um viel, um die Zustimmung zum Rundfunkstaatsvertrag und die Erhöhung der Rundfunkgebühr zum 1. Januar 2000. Alle anderen Länderparlamente haben der Anhebung um 3,33 Mark bereits zugestimmt, doch in Sachsen ist der Unmut gegen die Gebührenerhöhung in den letzten Tagen gewachsen, auch innerhalb der CDU-Mehrheitsfraktion. Der Grund sind Devisenspekulationen beim Mitteldeutschen Rundfunk. Dem MDR ist dadurch ein Schaden von 2,6 Millionen Mark entstanden. Festhalten muss ich in dem Zusammenhang allerdings auch, dass durch die Finanzanlagen des MDR keine Nachteile für die Gebührenzahler entstanden sind. Die Behauptung, wir hätten Gebührengelder verzockt, ist also nicht nur gehässig, sondern auch falsch. Wir haben durch unsere Anlagenpolitik nachweislich den Gebührenbedarf vermindert. Der Vorsitzende der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs von ARD und ZDF hat davor gewarnt, Geldanlagepolitik und Gebührenerhöhung miteinander zu vermischen. Ich möchte doch darauf hinweisen, dass die berühmte Geschichte mit dieser Anlage, die zu 2,6 Millionen Verlusten geführt hat, einerseits und die Frage der Gebührenerhöhung andererseits zwei Dinge sind, die man nicht miteinander vermischen sollte. Der Vorsitzende der KEF hat die empfohlene Gebührenanhebung heute noch einmal verteidigt. Der Landtag in Dresden will am 14. Dezember über die Gebühren entscheiden. Verweigern die sächsischen Abgeordneten ihre Zustimmung, ist die Gebührenerhöhung in allen Ländern gescheitert. Dies hätte einschneidende Folgen für das Programm, so die Experten heute von ARD und ZDF. Der Russe Garry Kasparow ist nicht mehr Schachweltmeister. Er verlor den Titel in London an seinen Landsmann und ehemaligen Schüler Wladimir Kramnik. Kasparow schaffte am Abend in der vorletzten Partie nur ein Unentschieden. Damit kann er Kramniks Vorsprung von 1,5 Punkten nicht mehr ausgleichen. Kasparows Niederlage bedeutet das Ende einer Ära. 15 Jahre lang hatte er die Schachwelt beherrscht. Die Schachwelt ist seit Tagen in Aufruhr. Was ist nur mit dem Genie los, den sie das Biest riefen und der in 15 Jahren nur ein Match verlor, nicht gegen einen Menschen, sondern gegen einen Computer? Garry Kasparow, nun ein gebrochener Weltmeister. Mit 37 Jahren das Aus gegen seinen einstigen Zögling Wladimir Kramnik. 25 Jahre alt und so cool wie Kasparow emotional. Eine Ära ist zu Ende. Sie begann 1985 mit Kasparows Sieg über Anatoli Karpov. Der junge Russe wurde berühmt für seine Psychospielchen, die Gegner einschüchtern sollten. In Londons Brain Games Weltmeisterschaft blieb nichts davon übrig. Kasparow wirkte kraftlos, bot überraschende Remis an. Kramnik spielte, was Experten als Betonschach umschrieben. In der englischen Hauptstadt verfolgten Schachliebhaber die Partie dort, wo sie nur zu sehen war, im Internet auf der Kanal-Webseite. Sie spielten es fasziniert nach. Dennoch kann sich hier keiner erklären, was zu Kasparows Sturz geführt hat. Keiner weiß es. Kasparow hat persönliche Gründe für seinen Formverlust angegeben. Er scheint aber auch sein Selbstvertrauen als Spieler verloren zu haben. Insbesondere bei zwei Spielen, die er eröffnete und dann einfach aufgab. Vor 5 Jahren hatte Kasparow seinen Lehrling Kramnik in seinen inneren Kreis aufgenommen. Der hat offensichtlich mehr gelernt, als dem Meister lieb sein kann.